Wir müssen hier ein Go geben. Wir haben zum Glück nichts verpasst. Problem ist... So, Donkey Kong Musik. Let's go. So, Leute. Lasst uns jetzt mal den Echo richtig verprügeln. Problem ist, hier wird potenziell von mir Level 2, aber nur potenziell. Da kommt schon Kha'Zix Gang. Gar nicht zu schlecht. Komm, einen noch. Sehr gut. Das tradet den Trade wieder aus. Außerdem... Der flasht. Ignite. Haha. Outplayed. Er hätte vielleicht Kha'Zix auch last hitten können. Geiler Gang, ein GG, geiler Gang. Good job. Und ich habe den Flash auf falschen Dings. Das ist gar nicht so geil. Schön, 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 schön. Oh ja, Teleport. Ist jetzt aber, wir haben noch Pots. Das ist noch nicht zu schlimm. Das ist nicht zu schlimm, zu bad. Er ist noch Level 1. Let's go. Let's go. Schöner Trade. Ich bin tot, glaube ich. Er darf jetzt nur nicht Level 2 werden. Dann sind wir gut hin. Er hat auch kein Ignite. Wir haben noch Pots. Wir haben noch Pots. Wir haben noch Pots. Wir haben noch Pots. Und wir poken ihn gleich und gehen shoppen. Ich glaube, ich bin tot. Oh, da. Oh, gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Jetzt gib mir Level 2. 3, meine ich. 2, 3, 3, 4, 5. 2, 2, 4, 5. Gar nicht so schlecht. Allerdings. Ja, das war auch. Naja, gut. Ich glaube, wir gehen gleich einfach shoppen. Oh, da kommt wieder ein Gank. Gib mir Level 3. Gib mir Level 3. Jetzt sind wir Level 3. Ja, er will ganken, aber irgendwie auch nicht. Okay, ja. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Wir haben auch immer noch genug Mana. Ja, ist aber, glaube ich, okay. Weil das okay ist. Naja, ich weiß nicht, ob es okay ist. Ja, weiß ich nicht. Ich meine, ja, ist es okay? Naja, wir können jetzt auf jeden Fall den Totomatik 30.000 kaufen. Den Totomatik 3.000. So. Hufareda. For real, ich liebe Fleischsalat von unserer Schlachterei. Ja, weiß ich nicht. Ich bin eigentlich nicht so, aber das war einfach cute. Was war cute? Es ist Zucker? Zucker? Zucker ist nicht gesund, Leute. Weniger Zucker essen. So, wie sieht's aus? Top Lane, Rennek. Wir haben aber Ohren. Das ist gut, oder? Wir sind jetzt... Wir haben 2 Kills. Das ist auch nicht schlecht. Ich bin Zucker. Ja, ich weiß ja nicht. Womit hast du das jetzt eigentlich? Hast du jetzt Fleischsalat auf die Brötchen gemacht, oder was? So. Wir haben jetzt... Wir müssen super viel Schaden machen, wenn wir jetzt auf ihn drauf rasieren. Machen wir jetzt mal. Ravni! Wap! Swap! Schöner Damage! Schöner Damage! Schöner Damage! Und ich habe ja auch eine Flask, eher nicht. Also er hat nur so eine Baby-Flask. Eine Baby-Flask. Ich würde ihn gerne traden. Oh, schöner Trade, Leute. Das könnte was werden. Das könnte was werden hier. Slando! Schön, 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 schön. Ja, Leute, mit den 2 Tonen, ich habe zwar schon einen, aber der zweite, da wird wohl nichts werden, kann ich euch sagen. Das tut mir leid. Falls ihr euch aber noch nicht eingetragen habt, Ausrufezeichen, ich weiß gar nicht, wie der Command war. Ich trage Masken tragen? Masken tragen war es, glaube ich, oder? Da, da, da. Ich finde halt gerade in diesen Nahkampf-Matchups, Press the Attack plus W-Max einfach so stark einfach. So very strong, Leute. Ich will 1v9 sehen. Ja, diesmal turbeln wir richtig auf. Letztes Game war das Problem, ich habe halt die Verantwortung genommen und sie Master Yi gegeben. Und Master Yi hat sie einfach vom Board der Crumb Crew geworfen. Diesmal habe ich die Verantwortung. Und was? Ich habe geät. Ich habe doch geät. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Tue ich nicht. Tue ich nicht. Tue ich nicht. Geh weg. Hör auf. Du kannst nichts. Okay. Ne? Und da hat Master Yi die Verantwortung gehabt und hat sie einfach weggeworfen. Allerdings haben wir da oben einen Renektonium mit ganz viel Schwerter. Ganz viel Schwerter. Was kaufen wir jetzt? Schuhe oder ein Blaststab? Blasting-Stab. Naja, wir machen wir am HP-Stein. Control-Wort. So, ich hab schon Control. Egal, 2 sind 2. Du bist halt einfach ein Fisch. Das ist richtig. Aber ein geiler Fisch. Der hat mir 7 Brötchenhelfen gemacht. Aber ich kenne das so. Und dann, passt auf, 7 oder 6 Brötchenhelfen. 3 Brötchen into... Wie machst du denn 7 Brötchenhelfen? Was ist mit der 8. Hälfte? Dann... Ein Gegner verfällt den hab ich da... Und dann... Dann 2 mit Nutella, also Butter-Nutella, 2 mit Butter-Honig und 2 mit Butter-Marmelade. Das ist natürlich die Zuckerzerstörung 1490, aber, ja. Ne? Aber ihr habt ja gesehen, warum die eh manchmal... Oh, ihr habt noch keine Ult, Leute. Wir können, wenn ich jetzt... Werden ja, wir... Ne? Wisst ihr, was ich meine? Wir könnten engagen. Vielleicht macht er noch irgendwie einen Fehler. Er wird bald 6, oder? Weiß ich nicht. Ich würde ihn gerne, er pusht ja. Wenn er noch nicht 6 wird, dann fighten wir ihn jetzt und engagen wir ihn jetzt, Leute. Max. Ne, keine Max Range Hold, ne kleine, aber er wird wegspringen. Aber ist egal. Go! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah! Ja,
Easy. Sorry. Ja, Leute, hör auf zu sterben. Ohren. Okay, ich werde jetzt Ohren aufbauen. Ich werde ihn nicht flamen, Leute, weil Flame ist kacke. Ich werde ihn aufbauen. Pass auf. Ohren. Ich kann nichts kaufen, wenn ich jetzt schon gehe. Ich muss noch. Ich darf aber nicht overextenden. Also ich werde nicht meine E benutzen. Die noch gar nicht ready ist. Aber ja. Kanone noch schnell holen. Noch ein bisschen Autotext überall machen. Damit die Dots schon mal ticken. Der hat sogar geflasht. GG, Leute. Okay, also, Orn, just do your best and play safe as possible. We win mid and bot hard. We carry you, my friend. Leute, so baut man Teammates auf. Nicht Sack Dick Orn oder so. You noob. Nein, so nicht. So nicht. Also, der Command, für alle, die es nicht wissen, ist Ausrufezeichen, Maske tragen, zusammengeschrieben. Wenn ihr aber öfter als zweimal schreibt, seid ihr tot und raus. Du kannst das nicht sein. Na? Mach mir doch keine Komplimente, das kann ich gar nicht umgehen. Ich wiege 108 Kilo, Brudi, da müssen wir aber mal was machen. Feuer! Der muss ulten. Colorado, komm, Colorado. Habe ich noch eine Colorado dabei? Der springt da gleich rüber. Ich habe nichts. Scheißenkleister. Mist, der Flash war... Ja, der war so maso. Na, Shido Kido. Und 1,94, aber da müssen wir was machen. Nicht auf mich. Okay, er ist schon tot. Hello. Ja, das war der Flash. Der Flash war in der Idee cool, weil ich nicht gestunt worden bin. Aber... Ja, so, naja. Ich meine, okay, ich kann jetzt, er ist wieder nach Hause. Er verliert wieder Farm, XP. Und ich kann jetzt vielleicht seinen Tower ein bisschen pressuren. Oder ich gehe Botlane. Wäre geil, wenn wir beim nächsten Back entweder 800 Gold für Magic Pen oder 900 Gold für Brödobelt hätten. Was wollen wir klären für Vision Score? Ja, das auch, aber ich mache erstmal Platte jetzt. Platte. Schön, komm. Sehr gut, das passt. Vision Score. Ja, Vision Score müssen wir jetzt auch aufbauen. Zum einen kommt das Ding weg. Und zum anderen müssen wir meinen Pink Ward platzieren. Wo platzieren wir es? Wir machen es mal hier. Wir müssen ein paar... Ist das drin? Das ist nicht drin, oder? Shit. Ja, aber vielleicht ist das ein Bait Pink Ward. Dann kann ich da Leute reinbaiten in den Busch. Oh, wirklich? Der hat jetzt Bock oder so. Ja, also wir brauchen noch... Am besten wäre es, wenn wir Protobelt hätten. Also, Protobelt vor Schuhe wäre cool. Das wäre K-O-H-L. Kohl wäre das. Nicht zu verwechseln mit Helmut Kohl. Verwechslungsgefahr. So. Reicht das? Nö. Ich muss sagen, ich habe gestern ein bisschen, für alle, die WoW spielen, ein bisschen Druide gespielt. Und ich finde es sehr traurig, dass man blühendes Leben nicht mehr stacken kann. Das macht mich sehr traurig. Eigentlich müsste ich noch hier bleiben, aber ja. Ich glaube, töten tut er mich nicht, aber ich würde halt gerne mein Protobelt haben und ich weiß nicht, ob ich ihn aktiv davon abhalten kann, Platten zu nehmen. Verpiss dich, komm. Hau ab. Dass du Land gewinnst, du Schurke. Jetzt habe ich keinen Mana mehr. Wenn er jetzt engage, habe ich keinen Mana mehr. Gut, passt aber. Wave geklärt noch so ein bisschen, passt. Hold, ah ja, kann ich mitholden. Du bist meiner Meinung nach ziemlich kacke? Weiß ich nicht, also laut. Laut Tierliste ist es der beste Shadowlands-Heiler. S-Tier. Und alle anderen sind nur so A oder so oder B. Du. Sei nie der Schurke. Ich habe sogar zwei Inventar. Jawohl, weil ich smart bin. Vision Score ist 5. Ist okay. Ausbaufähig. Du spielst Heiler? Nee, also weiß ich nicht. Ich hab ja alle Klassen so ein bisschen. Ich spiele wahrscheinlich Tank oder Damage-Macher. Ich glaube, eigentlich müsste ich Krieger spielen. Ich habe Bock, jemanden so richtig so mit 7000 aus dem Leben zu kritten oder so. So einfach so ein fetter Schlag, so zum Beispiel Turbo-Vernichtungsschlag, hinrichten, ist glaube ich der beste Spell dafür. Und dann BAM. So. Sowas. Da habe ich glaube ich am meisten Bock drauf. Und dann aber nicht irgendwelche Monster, sondern Spieler. So. Dickes Zweihandschwert, dicker Crit und tot. Das ist worauf ich mich sehe. Aber ich weiß noch nicht, ob es ein Rogue wird. Monk glaube ich nicht. Monk ist irgendwie ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Ein bisschen. Nicht zu sehr, aber ein bisschen.
wie Skyrim, nur in der Welt von Herr der Ringe. Ja, aber ich glaube, Herr der Ringe, der Hype ist da ein bisschen weg, oder? Klar gibt es immer noch viele Fans, aber wenn man ein Herr der Ringe Game raus würde, dann müsste man erstmal diese Serie da, die wollten doch nochmal irgendwas machen, oder? So irgendwas nochmal im Fernsehen bringen oder Kino und so. Rote Welt in die Wave, ja, das war jetzt nur... Normalerweise mache ich das nicht, aber das war jetzt, weil Echo noch unten war und ich, damit ich hier noch mehr Platten bekomme. Der Wave Key ist ja immer noch da. Er ist nicht so geil, aber er ist immer noch da. Und jetzt kriege ich halt richtig sahnige Platten. Na, das war die Idee dabei. Denkst du, die gerade beim Drachen da irgendwas am machen? Wer teleportiert da? Rennecken oder Echo? Echo. Ich könnte da jetzt hin, aber ich gehe, glaube ich, einfach mal für den Turm, für die Objectives, Leute. Wobei ich wahrscheinlich einfach da mal hingehen sollte, aber... Vielleicht gehe ich einfach hier für die Objectives. Ja, mach doch kein Auge. Weißt du, wie reich ich jetzt bin? Manchmal, Leute, muss man halt auch für die Objectives gehen. Ja, seht ihr, Protobell ist nicht geil, aber es ist okay. Ja, es ist nicht geil, aber okay. Ich werde, wenn ich den kriege, bin ich reich. Ich habe leider keinen Mana mehr, was das gegen das Negativpunkt ist. Ja, Leute, hört auf. Guck mal, der pinkt mich, dass ich unten helfen soll. Dabei kriege ich gerade... Das wird mega knapp. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Komm schon. Joho! Boah, ich bin jetzt einfach super reich. Guys, I'm Dago Duck Gold Hill. Money Hill. Reich einfach. How to get reich in one attack. Und Leben am Limit einfach. Wow. Wow, wow, wow. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Okay. So, Magic Sven kaufen wir. Und ein Buch. Und eine Rüstung. So. Ja, Rüstung nicht, weil dann kaufe ich mir gleich da einen... Wobei, ich habe nähe Rüstung und wir platzieren mein Pink Ward. Das steht halt einfach immer noch. Das steht doch nicht mal im Busch, oder? Sie sieht nicht mal was... Okay, jetzt. Gut, aber es gab Vision. Wir wissen, Leute, Nocturne Upper Side. Knock Upper Side. Guck mal, das wissen wir jetzt einfach. Das war Knock, ist der erste Advent. Advent, Advent. Die Midlane brennt. So, ich könnte jetzt Echo töten. Da gibt es jetzt wieder Geld. Ich gehe jetzt roam, Leute. Jetzt haben wir, sind wir Rich Money Maker. Jetzt gehen wir Leute töten. Und er hat keinen Turm mehr. Das vergisst er gerade, dass er keinen Turm mehr hat. Und wenn er jetzt nochmal kommt, töte ich ihn. What? Was? Ich habe damit gerechnet, dass er zurückläuft. Aber vielleicht töte ich ihn. Kommt er in der Mitte? Nö. Dann fighten wir. Okay. Ich habe mir alles aufgespart. Hast du nicht mit gerechnet, ne? Hä? Hast du nicht mit gerechnet? Dachte, das wäre alles. War's nicht. War's nicht. So. Gib, 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 gib. So, schön, 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 schön. Ba, 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 da, ba, da, da. Zack, her mit dem Geld. Her mit dem Geld. Guck mal. Klar, Roam kann auch cool sein, aber muss nicht. Kann, aber, Leute, ist Swain OP oder was? Schafft ihr das? Schafft ihr das? Das schafft ihr doch, oder? Gut, ich habe Control-Platzierung. Wir machen wieder mein smartes Ward. Das Smart Ward nennt sich auch. Zack, da rein. Aber wobei, das ist schon ein Smart Ward, aber auf der Map ist es, glaube ich, nicht gut, weil hier einfach ein Stein ist. Aber vielleicht ist es deswegen umso besser. Mal gucken. Weil da jetzt läuft da niemand mehr durch. Und, oder so. Weiß ich nicht. So, wir brauchen... Wir haben genug. Wir gehen Mame choppen. Was ist der fucking Command? Ach, Leute. Ach, Leute. Da musst du mal jemanden fragen. Philosophie mit Tobi. Jawohl, Leute. Jawohl, jawohl. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh, der kommt jetzt bestimmt noch angeflogen, oder? Wo ist Stundenglas? Stundenglas, Stundenglas, Stundenglas. Ich bin mir halt immer noch nicht über den Fizz-Item-Bild sicher. Kommt das rote Ding noch oder hat mich das getroffen? Der Fizz-Item-Bild, also wahrscheinlich wäre Lich Bane Second. Oder sollen wir mal, ich glaube, wir gehen mal jetzt nach Stundenglas, gehen wir mal Event Horizon. Horizont-Fokus. Das probieren wir mal aus, Leute. Ne, das probieren wir mal aus. In die salzigen Tiefen. So, ich komme, ich komme, ich komme. I'm coming. Jetzt müssen wir Roaming-Action machen. Wie sieht's aus? Top-Lane super fett. Allerdings ist Rennick noch Full AD. Und wer Full AD geht, der hat den Plan vom Leben nicht mitbekommen. Guck mal, mein Ward. Es sieht Swain. Leute, Swain ist in der Mitte. Mein Ward hat's gesehen. Vision Score von 9. Ist okay. Den könnten wir fighten, aber weil ich weiß, dass Swain in der Mitte ist, fighten wir den nicht. So klug. So klug. So, was machen wir jetzt? Top-Lane. Wir gehen jetzt Rennick einen Krokodilmann töten. Der ist full damaged, Leute. Den kann man töten. Ich komme. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Flaspot schon mal rein. Bisschen schon mal recken. Bin unterwegs. Go. Du musst jetzt ein Go machen. Mach ein Go. Mach Ult. Ja, sehr gut. Sehr gut. Und jetzt Press Detect drauf.
Du kommst nicht weg, ich bin der Fischjäger. Oh, was? Ja, also, okay. Ja, shit. Wow, okay. Wow. Okay, Sven. Wow, okay. Cannot deny that was great. Fucking hell. You knew Sven was there. Also, ehrlich gesagt, wusste ich nicht, dass Sven da war. Also, ich wusste, dass Sven mit war durch mein Wort. Aber woher wusste ich, der hat man den gesehen? Wir hatten doch, wieso wusste ich das? Why follow him after Flash? I'm Croco Hunter McCrow Kingston. Genau, das ist der Soundtrack. Der ist es. Ja, scheiße, Leute, wir müssen das Krokodil töten. Der 6-2, aber er hat jetzt, weiß ich nicht, schwierig. Leute, wir werden das jetzt wohl nicht wegwerfen hier, oder? Ich bin voll gut gewesen in dem Game bisher. Leute, ich brauche hier ein bisschen Hilfe. Zack. Zack, zack. Ja, das war okay. So, wie sieht's aus, Drache? Wie viele haben wir? Ein Erde. Wir kriegen jetzt nur noch Erde. 4 Erde für Ohren. 4 Erde, ein Ohren, Leute. Da würde ich uns sehen. Ich bin unterwegs. Sieht gut aus. Ah, 2 Tode. Jawohl. Das heißt, ich ziehe jetzt den Skin, das Giveaway. Okay, ich mach's jetzt. Es wird, glaube ich, im Chat geschrieben. Oder ich mach's hier rein schnell. Ich mach's hier. Zack. Und ziehen. Es ist Flussgeschöpf. Herzlich willkommen, Flussgeschöpf. Also, herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß mit dem Skin. Alles Gute. Alles Gute. Ich habe aber noch einen Skin. Wir werden noch welche raushauen. Wir können gleich weitermachen nach dem Game. Aber. Alles Glückwunschige. Plusgeschöpf. Können wir den Kokoman töten? War schwierig, oder? Mit Käsix? Ich weiß nicht. Gut. Gut. Was müssen wir machen? Brauchen wir Farm? Farm ist okay. Wir farmen trotzdem erstmal. Man kann nie genug Farm haben. Pinkwort? Habe ich keins mehr. Doch. Da. Jetzt nicht mehr. Ja, wir haben aber auch, wir müssen jetzt erstmal Stundenglas fertig bauen. Das ist wichtig. Ein schönes, wichtiges Stundenglas. Wie viel brauchen wir dafür? 50 Gold. Halsabschneider. Was heißt ein Hals auf Englisch? Neck. Nee, Neck ist Dingsung, oder? Nacken. Nee, was ist ein Neck? Neck ist Hals, oder? Boah, weiß ich doch nicht. Necklace, Halskette, Necklace. Neck ist Nacken, Leute. Merkt euch das. Gut, dann kaufen wir jetzt einen Hals abgeschnittenes. Was heißt denn Schneider? Schneider ist Taylor. Also Necktailer, Halsabschneider. So, und jetzt gehen wir Event... Boah, aber Event Horizon ist so fucking teuer, ey. Oh, da kann man sogar Bücher kaufen. Geil. Bücher. So, jetzt müssen wir groupen mit meinem Team, weil ich habe das Gefühl, alleine ist es schwer, hier Leute zu töten. Jin geht, wobei der Chillbow. Der hier ist schwer zu töten, der ist machbar, der ist schwer zu töten. Das heißt, ich group jetzt, nonstop. Wir müssen jetzt ketten, groupen. Sehr schön. Man hat einfach nur Klonk gehört, Blutrausch. Das heißt so viel wie Tanks sind broken, Leute. Merkt euch das. Klonk. Bin da. Fighten wir. Geht. Go. Ok. Bam, dieser Fist. Best Fist von Dr. Fest. Bist unter Fested. Bested. Schön. Taylor ist aber ein Schneider mit Stoff. Ja, hä, Schneider ist Schneider, Leute. Was man schneidet, ist was anderes. Man kann auch Pflanzen schneiden. Und das nennt sich dann Plant Taylor. Das ist ein Pflanzenschneider. Geprankt. Gut. Was heißt Palm auf Englisch? Palm. Einfach immer das deutsche Wort nehmen und Englisch aussprechen. Was heißt Gras? Grass. Was heißt Wand? Wand. Butz. Guckt euch das an, wie strong Frodo AAA Welt ist. Leute, ich throw, helft mir, ich throw gerade. Pass auf, ich mach einen Prank. Nein, lass mich doch rüber. Hier, nimm das, Jin. Oh, Mann, okay, ich hab gestrowt. Richtig weit. Richtig weit. So, wir probieren das Item mal aus. Die Idee hierbei ist, wenn wir jemanden ult, dann wird er zerzählt. Und es ist ein Skillshot sogar. Und dann kriegen wir 10% mehr Damage. Ich weiß nicht, ob es worth ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube, dass es nicht so cool ist, wie man denkt. Weil 10%, wie viel sind 10%? 10% sind, wer weiß es? Richtig, 10%. 10. Und Leute, naja, also, dieses Item macht halt nur das. 10%. Und auch nur, wenn ich jemanden ulte. Und, naja, ich meine, oh, überlebt, Leute. Aber ich bin, vielleicht hole ich den. Ich bin Mr. Crocodile Dundee. Ich hole mir den jetzt, Leute. Wir holen uns den. Go. Geh weg. Gehen Sie bitte fort. Die Moniforte. Der springende Tornadofisch.
Later! Ne? 10%, ich meine, ich könnte auch Lich Bane kaufen, dann mache ich 100%. Kindergarten heißt sogar, ich glaube, Kindergarten heißt wirklich Kindergarten. Das hat mich damals in der Schule total verdutzt. Kindergarten heißt Kindergarten. Man könnte vielleicht aber auch sagen, Child Plant Station. Na 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 na. Was heißt denn Beet? Was heißt Beet oder Garten? Was ist ein Garten? Garden. Ja, Garten passt ja. Was ist Beet? Plant Station. You bring me on the palm. Ja, was für eine Reichweite ich überwunden habe, als ich Jinge Ketchup. Das ist der Protobelt. Deswegen ist Protobelt auch so unglaublich stark. Viele Leute denken immer, ja, Night Harvest. Aber Protobelt gibt. Der Dash geht voll weit. Und. Oh, wir haben 1250. Wir können den Stapi kaufen. Und ihr kriegt halt 75% Movement für 2 Sekunden. Das ist ultra lange, Leute. Das ist ultra lange. Ich glaube, von hier kommt gerade einer. Ich bin Detektiv. Ward hier? Okay, ne, er ist nach oben gegangen. Aber ich bin trotzdem Detektiv. Weiß das hier gleich. Wir müssen Pickwort gleich. Aber ich kann kein. Ah. 1150 kostet der Spaß. Der Spatz. Jetzt grab. Schön. Und jetzt töten wir, bevor er ultet. Schön. Der ist tot, Leute. Hier, können wir den töten, bitte? Das wäre mega geil. Leute, helft ihr mir oder nicht? Okay, dann nicht, Leute. Ja, gar nicht so schlecht. Wo bin ich? Ich seh mich nicht. Ich kann nichts sehen. Okay, Protobelt ist immer noch da. Swap und hier noch ein W. Zack. Schönes Promo-Game. Free. Leute, Ohren ist Ohren. Hast du Ohren, hast du gewonnen. Es ist einfach, wie es ist. Sonst wäre es nicht, wie es wäre. Ohren ult into Bam, into Klonk und AD Carry. AD Carry ist so schlecht. Jede Runde carryt ein AD Carry. Jede einzelne Runde. No joke. 90% aller AD Carry Runden werden von AD Carries gecarried. Ist so. Kann ich weg? Wow. Ich hab meine Ult gleich. Ich würde den überwerfenden Überwerfer machen. Überwerfer. Ja, ich hab's geschafft. Genau den Weg abgeschnitten. Wow. Gut gemacht. Ich hätte noch ein Protobelt, ich wäre da. Ja, Leute, hier. Protobelt. Nee, doch nicht, nein. Wow. Wow. Okay, ich lebe. Ah, Lucian, na du? Bist du öfters hier? Okay, ich muss noch weiter. Swap. Wow. Der hat, nee, Leute, lass mal nicht spawnen. Komm, lass mal. Genau das. Wie viel brauchen wir? Wir haben genug, Leute. Wir haben's. Ich hatte das Item noch nie. Hat das eine coole Animation? Sieht das cool aus? Fühlt man sich besser? Ist es gesund? Ist irgendwas mit dem Item? Was ist denn das überhaupt? Eine Hand mit einem Amulett. So ein Halsband, ein Armband, ein Armrest. 10% mehr Schaden. Die Fähigkeit, die Hyperschuss auslöst, profitiert auch von der Schadensteigerung. Das ist cool. Begleiter und Fallen, die nicht bla bla bla. Nur die ursprüngliche Platzierung von Fähigkeiten löst diesen Effekt nicht aus. Nur die ursprüngliche Platzierung von Fähigkeiten. Was heißt das? Nur die ursprüngliche Platzierung von Fähigkeiten. Flächenfähigkeiten, okay. Okay, also so eine Swain wie reicht dann nicht, glaube ich. So, schön. Easy, schönes. Das war ein richtig schönes Game. Ein richtig, richtig schönes Promo-Game. Ich würde auch sagen, ich habe gut gegarried, oder nicht? Würde ich sagen. Akzeptiere ich. Gut.